Also wenig Strategie und dann dementsprechend natürlich viel Glück. Aber ich glaube so ein bisschen daran, dass wenn man viel macht, einfach auf Social Media und so, dann klappen auch ein, zwei Sachen. Also ich glaube, dass mein Glück so ein bisschen kitzeln kann, dass es kommt. Hi, ich bin Mayberg, ich bin heute bei Diffus und ich beantworte ein paar Fragen zu mir und meiner Musik. Was hat dich dazu bewegt, Musik zu machen? Ich glaube, die größte Sache, die mich irgendwie so gereizt hat, war das Make a Chance. Die kommen auch aus Kassel, die ich auch, als ich so 13, 14 war, gerade groß geworden sind und so alles gespielt haben. Und deswegen sind die bei uns in der Familie voll die Band, so wo man so das verfolgt hat. Und dann gab es so die ersten Artikel und so. Meine Schwester war bei den ersten Sachen da. Genau, und das fand ich irgendwie so cool, dass ich das auch machen wollte. Ja. Und dann habe ich die irgendwann auch mal live gesehen in Berlin, in der Zitadelle, glaube ich, so 2014 oder so. Und fand das mega. Einfach, es war so ein Open Air und es war Sommer und ich wollte auch sowas machen. Woher kommt der Name Mayberg? Warum Mayberg? Ich habe früher nach dem Abi so eine Liste angefangen mit so Namen, die ich mir ausgedacht habe. Und dann waren das so mega viele, bestimmt ein paar hundert. Und wollte dann für das, was es dann mal wird, einen Namen und habe dann so durchgestrichen alle Namen und dann blieb Mayberg übrig und ich fand den damals cool und finde ihn auch immer noch cool. Ja, also es ist voll so ein Fantasieding einfach. Sind während dieser Zeit auch deine ersten Songs entstanden? Voll. Ich hatte, was erzähle ich zum ersten Mal jetzt? Nice. Ich hatte damals mit einem Kumpel mir so eine Challenge gesetzt quasi, dass wir uns vier Deadlines setzen. Das war Ende 19, also im Abstand von so 3, 4 Wochen. Und dann zu jeder dieser Deadlines müssen wir jeweils einen Song fertig machen. Und er war so elektromäßig unterwegs und ich halt so Singer-Songwriter-mäßig. Und dann, da sind die ersten vier Songs einfach entstanden. Deswegen, weil diese Deadlines waren und wenn wir das irgendwie nicht eingehalten hätten, hätten wir irgendwas machen müssen. Ich weiß nicht mehr genau was. Ja, genau. Deswegen voll. Ende 19 sind so die ersten Sachen entstanden. War es eine große Überwindung für dich, die ersten Male live zu spielen? Mir ist das mega schwer gefallen, tatsächlich. Ich habe riesige Bühnenangst gehabt, so als ich aus der Schule kam. Ich war da auch in der Schulband, aber habe mich super unwohl gefühlt auf der Bühne und wollte aber voll gegen dieses Gefühl irgendwie ankommen und habe dann gesagt, ich ziehe nach Leipzig und dann gehe ich auf offene Bühnen und so und habe das auch gemacht und es war mega krass, so es war voll intensiv. Ich weiß noch, am Anfang sind wir so mit der Bahn dahin gefahren und haben uns dann noch so Musik angehört vorher, um so in den Vibe zu kommen und so und um sich irgendwie zu beruhigen. Ja, voll, ich hatte mega Bühnenangst, aber glaube auch, dass man das lernen kann, auf einer Bühne zu stehen und sich nicht mega unwohl zu fühlen. Du bist ja auf Social Media sehr erfolgreich. Strategie oder Glück? Also, erstmal hinter diesen ganzen Singles steckt, glaube ich, wenig Strategie, sondern das war einfach so. Ich bin sehr ungeduldig und wenn ein Song fertig ist, dann will ich den eigentlich immer sofort hochladen und dann habe ich das auch oft gemacht. Ja, also wenig Strategie und dann dementsprechend natürlich viel Glück, aber ich glaube so ein bisschen daran, dass wenn man viel macht, einfach auf Social Media und so, dann klappen auch ein, zwei Sachen. Also ich glaube, dass mein Glück so ein bisschen kitzeln kann, dass es kommt. Wieso ist ausgerechnet dein Song Endlos so erfolgreich? Beim Machen hatte ich das noch nicht auf dem Schirm, dass das mal so passiert. Ich kann das auch nicht erklären, warum das so ist. Ich weiß nicht, das ist ja eh immer so ein bisschen random, welche Sounds irgendwie gerade funktionieren und welche nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, dass einfach das Timing vielleicht lucky war, weil diese Sped-Up-Songs eh gerade so ein bisschen da waren und eh schon präsent waren und dann habe ich das mehr oder weniger auch unüberlegt hochgeladen. Das war ja so nach dieser Spiegelbild-Sache und dachte dann, ja, okay, mache ich halt mal. Dass es dann solche Ausmaße annimmt, habe ich natürlich nicht geahnt. Was ist deine Meinung zu Sped-Up-Versionen? Ich muss gestehen, von anderen KünstlerInnen finde ich Sped-Up-Versions immer geil und mag das voll so. Und ich check auch voll das Argument, wenn man sagt, dass das so ein bisschen vielleicht die Kunst nimmt oder das so ein bisschen stört und wie viel Kunst steckt da noch da drin. Ich bin aber persönlich so ein bisschen der Meinung, dass das, also das ist ja immer noch der gleiche Song, so der klingt halt ein bisschen anders. Das ist für mich so ein bisschen wie so ein Remix und Remix dann finde ich voll die Berechtigung, weil sie das nehmen, was da ist, einfach nur in ein bisschen anderen Kontext packen. Was waren deine ersten Berührungspunkte mit dem NNDW-Sound? Ich glaube, so die ersten Berührungspunkte waren so als Kind schon. Also ich glaube, meine Mutter hat das viel gehört und so, weil die jetzt, glaube ich, groß geworden ist in der Zeit. Ja, und dann natürlich am populärsten Edwin Rosen habe ich voll mitbekommen. Und dann wurde es ja nochmal irgendwie neu belebt oder zumindest hat man das so wahrgenommen. Ja, und das fand ich dann schon cool, ohne das jetzt eins zu eins kopieren zu wollen. Aber ich fand es, glaube ich, mal interessant, die Richtung mal zu checken, was da so los ist. Stört dich der Vergleich mit Faber und Anne May Kantereit? Ja, der Vergleich kommt oft natürlich, was erstmal cool ist, aber ich würde mich auch freuen, mich irgendwann davon lösen zu können. So. Ich habe das natürlich schon viel gehört, also sowohl Faber als auch Anne May Kantereit habe ich mega viel gehört, würde aber nicht sagen, dass das
komplett das beeinflusst hat, was ich mache. Ich fand es einfach cool, bei Faber die Art zu texten und bei Anna Kantra den Sound irgendwie. Aber ohne jetzt, dass ich aktiv gesagt habe, okay, es muss so sein. Welche Rolle spielt Sprache in deiner Musik? Eine große, glaube ich. Ja, ich mag Wortspiele einfach, aber das war auch schon immer so. Und ich glaube, man kann berechtigterweise auch sagen, dass es voll nervig ist, anhand so Wortspiele zu machen. Das fände ich auch fair. Aber irgendwie juckt mich das immer, das zu machen. Also das reizt mich und ich freue mich dann immer, auch wenn ich das selber höre. Fear of Missing Out zum Beispiel finde ich immer noch cool, auch wenn ich das schon 1000 Mal jetzt gehört habe. Und so, ich freue mich irgendwie, ich freue mich daran, also auf so eine ganz dumme Basis, glaube ich, ja. Wieso veröffentlichst du eigentlich auch die Demo-Versionen deiner Songs? Auch das ist eine Sache, die ich einfach sehr mag, glaube ich. Ich finde das mega echt und es ist ja auch echt und die Sachen sind ja eh da. Also diese, ob es eine Handyaufnahme ist aus dem Schreibeprozess, sie sind ja eh da. Und wenn man das dann noch teilt, ist das mega real, finde ich. Und ich würde mir voll wünschen, von den Leuten, die ich so cool finde, dass es das gäbe, glaube ich. Und würde mich voll freuen darüber, das hören zu können oder so, rückblicken. Und ist ja auch voll normal, also ist ja voll auch Teil des Prozesses. Und ich finde es voll fair, das auch zeigen zu können. Und nicht ähnlich wie bei den Videos, dass eben nicht alles, also hier ist der Song und der war schon immer so perfekt, war halt nicht so. Also war halt auch mal ein Handy-Ding. Was steht neben deinem Debütalbum Mini für dieses Jahr noch an? Also wenn ich so in den Terminkalender blicke, dann sehe ich die Support-Tour für Alligator, die wir absurderweise machen können. Da freuen wir uns mega natürlich drauf. Die geht so in 2 Wochen los, also so im März, Anfang März geht die los. Voll absurd, wir hatten über TikTok mal vor so 2 Jahren ganz am Anfang kurz Kontakt und dann hat sich das jetzt irgendwie nochmal ergeben. Dann kam einfach die Frage auf, ob wir das machen wollen. Und dann haben wir das bejaht natürlich so, logischerweise. Ja, voll crazy. Also auch so voll der Kindheitstraum so ein bisschen. Alligator habe ich sehr also feiere ich immer noch mega, aber damals habe ich ihn sehr aktiv auch gehört. Ja, genau, also Support-Tour und dann haben wir so ein bisschen Pause, 2-3 Wochen oder so und dann ist die eigene Tour, die auch 1 Monat lang ist. Habe ich richtig Respekt vor, 30 Tage am Stück einfach, das war noch nie so, mal gucken, wie das so wird. Und dann Festivals natürlich, freue ich mich auch mega drauf, so im ganzen Sommer und dann noch mal eine Herbsttour. Mal gucken. Bisschen Respekt, dass es zu viel ist, aber wird schon gehen. Ich freue mich einfach auch mega. Das wird krass, glaube ich.